Skyblock, jeder kennt es, jeder hat es schon mal gespielt, doch irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr, weil man alles schon ausprobiert hat. Es gibt nichts Neues mehr zu entdecken, gar nichts. Irgendwann wird es einfach nur langweilig und man hört auf, es zu spielen. Wenn das bei euch auch der Fall ist, dann müsst ihr euch unbedingt die Ex-Nihilo-Mod hinzufügen, denn die macht das Ganze nochmal um einiges umfangreicher. Und damit seid herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Endlich mal wieder hier auf dem Kanal Multiplayer. Nach einer sehr, 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 sehr langen Pause. Das erste Video. Und das Ganze lag einfach daran, dass der David ein paar Videos, die wir aufgenommen haben, durch irgendwie einen PC-Absturz, irgendwie sowas. Ich habe das nicht so ganz kapiert. Sind die irgendwie gelöscht worden von seinem Computer? Und darum sind diese Videos nicht gekommen. Außerdem hatte ich ein bisschen Zeit. Außerdem habe ich in letzter Zeit relativ viel an dem 100-Abonnenten-Special rumgeschnitten. Allerdings hat nach einiger Zeit Camtasia angefangen rumzuspacken. Und dadurch ist es irgendwie unmöglich geworden, da gescheit dran weiterzuarbeiten. Deshalb kamen jetzt auch so lange keine Videos mehr, weil das da immer so richtig. Also, Camtasia hat irgendwie ultra geleckt. Das Vorschauvideo, das ist nur noch. Wurden nur noch einzelne Bilder angezeigt, anstatt ein flüssiges Video. Und der Sound, der hat irgendwie immer gehakt. Also, richtig sonderbar. Wenn ihr das Problem kennt und eine Lösung wisst, dann schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich wäre euch wirklich ultra dankbar, denn es ist so mühsam, so irgendein Video zu bearbeiten. Und ja, kommen wir jetzt zur Mod-Vorstellung. Und zwar, wie schon erwähnt, die Ex-Nihilo-Mod. Die Crafting-Rezepte sind wieder oben rechts, nee, oben links in der Ecke eingeblendet, denn rechts ist diesmal die Map, weil ich in der Modpack drin bin und deshalb ist da halt die Map. Ja, was diese Mod kann, ist, das habe ich ja eigentlich auch schon so ziemlich im Pre-Intro gesagt, und zwar macht sie Skyblock nochmal um einiges umfangreicher. Und zwar ist es nun möglich, an jeden beliebigen Block ranzukommen, an jedes beliebige Item. Also es gibt da keinerlei Einschränkungen mehr an Blöcken, die einem zur Verfügung stehen. Und wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich da eine Kleinigkeit für vorbereitet. Und das erste sehr wichtige Item, was hinzukommt, ist der Hammer. Wir holen uns jetzt mal hier ein. Ich hoffe, dass er nicht runterfällt. Ja, da habe ich ihn. Die gibt es in jeder Art. Also Holz, Stein, Eisen, Diamant, Gold, alles. Und da denkt ihr euch jetzt sicher, das kann doch gar nicht sein. An Diamant und Gold ist es doch unmöglich, in Skyblock ranzukommen. Genau, da habt ihr auch, normalerweise hättet ihr da recht, ja. Normalerweise ist es nicht möglich. Allerdings werde ich euch später zeigen, dass es hier doch möglich ist. Und wie, das seht ihr dann da hinten. Aber erstmal, was können diese Hämmer denn? Wir haben hier eine Cobblestone-Farm. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Cobblestone abbauen, ich hole mir mal so 8 Stück. Auf jeden Fall sehen wir schon unten, wir kriegen kein Cobblestone, wie wir das eigentlich erwartet hätten, wenn wir Cobblestone abbauen, sondern wir bekommen Kies. Also, wir haben eine Möglichkeit gefunden, an Kies zu kommen. Jetzt platzieren wir das Ganze mal hier und bauen das Ganze nochmal ab und wir sehen, oh ja, also wir kriegen kein Kies, sondern das Ganze wurde nochmal um einiges verkleinert. Und da habe ich aus Versehen Grasblock abgebaut. Und bekommen Sand. Also zerkleinert im Sinne von, wir haben den Kies kaputt gehauen und haben dadurch jetzt Sand bekommen. Den können wir jetzt nochmal platzieren und nochmal abbauen. Dann wird das Ganze zu Dust weiter zerkleinert. Und das ist auch schon das Feinste, was wir haben, was wir bekommen können. Und das brauchen wir gleich nochmal. Das zeige ich euch dann. Wofür? Scheiße, jetzt habe ich den Hammer weggeworfen. Aber egal. Wir haben ja hier noch ein paar andere. So.
Außerdem können wir jetzt hier, wenn wir Sandstein abbauen, wieder aus diesem Sandstein neuen Sand bekommen. Oder wir können aus Stone Bricks die rissigen Steinziegel bekommen. Also eine Möglichkeit, um an diese Items, an diese Blöcke dran zu kommen. Ein weiteres wichtiges Item ist, sind diese, also nicht Item, sondern Teil halt, Tool, sage ich jetzt einfach mal, ja. Die Siebe, die gibt es in jeder beliebigen Holzsorte und daraus lässt sich ja wohl schließen, dass man auch so an andere Saplinge drankommen kann. Und das ist auch total richtig. Ich gehe mal eben in den Game Mode. Denn wir können jetzt auch an jede Holzsorte bekommen. Die zeige ich euch jetzt und gleich. Jetzt gleich. Und zwar können wir in diesen sieben Erde, Soul Sand, Kies, Sand und Dust einfach mit einem Rechtsklick reinmachen und dann Rechtsklick gedrückt halten und dann sieben wir das Ganze hier durch und bekommen irgendwas. Ich hatte erst relativ Glück, weil da Grass Seeds zum Beispiel dabei waren. Aber meistens bekommt man bei Erde leider nur diese Steine. Zeige ich euch gleich, was die können. Bei Erde kommen diese Items hier raus. Diese Steine, ein paar Seeds. Und außerdem diese hier noch. Diese zwei sind von irgendwelchen Mods. Also für irgendwelche Mods. Das hier, der Rubber Tree zum Beispiel, wenn man irgendeine Mod hat, wo Gummibäume gebraucht werden, wie zum Beispiel Industrial Craft, dann ist das eine Möglichkeit, an diese Baumsorte zu kommen. Und ich sehe gerade, ich habe hier die Nuss für die Eichen, also die Eichel, habe ich vergessen da rein zu tun. Also das liegt daran, dass ich eben eine Fail-Aufnahme hatte und da habe ich die rausgenommen. Und deshalb habe ich die erst vergessen. Also man bekommt hier auch Eichen draus und diese Samen kann man jetzt einfach auf ein Gras oder Erdblock rechtsklicken machen und schon kommt dann dieser Setzling da raus. Diese Grass Seeds, die, also da sagt es der Name ja schon, da kann man einfach aus Erde wieder Gras machen. Normalerweise ist es ja so, dass man irgendwo auf der Insel noch ein Fleckchen Gras irgendwo lässt, um dann später wieder an Gras dran zu kommen, indem man dann irgendwie mit irgendwelchen Erdwegen dieses Gras dann irgendwo hinzuleiten versucht, wo es dann wieder sich ausbreiten kann. Das ist hiermit nicht mehr nötig. Also man kann am Anfang vollständig seine Insel abbauen und durch Stein ersetzen. Das ist kein Problem, denn wir kommen später durch diese Seeds wieder an Gras. Und das finde ich wirklich sehr praktisch. Diese Steine, die ich hier schon zweimal erwähnt habe, die haben auch noch einen Nutzen in Anführungszeichen. Und zwar hole ich mir gerade mal diese Spawn Eggs. Das konnte ich leider nicht vorbereiten, weil diese Monster sonst wieder despawned sind. Auf jeden Fall können wir die jetzt auch noch diese Steine mit einem Rechtsklick wie zum Beispiel Schneebälle oder Enderperlen werfen und irgendwelche Mobs oder, wenn man das im Multiplayer installiert hat, irgendwelche Spieler damit runterkicken. Sie machen zwar keinen Schaden, die Steine, allerdings haben sie halt einen geringen Rückstoß, einen starken Rückstoß, wie halt Schneebälle auch. Wenn wir den Soul Sand durch das Sieb durchsieben, kommt da Nether Quarz, Nether Warzen, Ghast-Tränen und hier zum Beispiel Kobalt oder Ardite Ores raus. Das sind allerdings, also die benötigt man allerdings nur, also die haben allerdings nur einen Nutzen, wenn man irgendwelche Mods noch hinzugefügt hat. Ich habe es aber jetzt mal reingetan, nur um euch einfach mal zu zeigen, wie kompatibel diese Mod eigentlich mit anderen Mods ist. Es gibt da so ein ganz schönes Modpack, das nennt sich Agrarian Skies Hardcore Questing. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das ja mal anschauen, das findet ihr im Feed the Beast Launcher. Ja, denn diese Mod ist wirklich super mit anderen Mod kompatibel. Dann, wenn wir Keys dadurch sieben, das ist eigentlich eins der wichtigsten, kommen wir an so Sachen wie Gold, Eisen, Kohle, Feuerstein,
Lapislazuli, Eisen, Quatsch, Diamant und Emeralds. Wir sehen jetzt hier schon, das ist nicht einfach nur, also man bekommt nicht diese, einfach nur die Erze raus von Eisen und Gold zum Beispiel, sondern dieses Broken Iron Ore. Und davon brauchen wir dann 4 Stück, die können wir dann einfach 4 Stück ins Crafting-Fenster legen. Seht ihr auch jetzt nochmal oben links eingeblendet. Und da bekommen wir dann das Keys von diesen Ores raus. Und dieses Keys muss dann nur noch in den Ofen gehauen werden. Und schon hat man dieses wundervolle Eisen oder halt Gold. Jetzt sind hier nochmal ein paar Sachen, die für irgendwelche Mods zum Beispiel benötigt werden. Hier so kann man dann zum Beispiel auch an Kupfer, Aluminium und sowas kommen, was zum Beispiel in Industrial Craft benötigt wird. Wenn wir jetzt Sand da durchhauen, bekommen wir so ein Exotic Seed. Das ist nichts anderes als eben auch die anderen Seeds für Baumsetzlinge. Aber ihr habt sicher bemerkt, da hat der für diese Tropikbäume, natürlich. Für diese Bäume, die da im Urwald halt wachsen, wie heißen die denn nun mal? Genau, Tropenbaumsetzlinge. Also die sind halt dafür da, um an Tropenbäume dran zu kommen. Dann so Kakaobohnen und auch Kaktus-Seeds. hier bekommen wir diese Erze in nochmal einer kleineren Form. Dann müssen wir auch wieder 4 Stück reintun ins Crafting-Feld und dann bekommen wir auch wieder dieses Keys mit den jeweiligen mit Metallen drin. Und ihr seht, und es gibt eine höhere Chance, dass diese Teile rauskommen als beim Keys. Und deshalb ist das hier der Sand schon wieder etwas sinnvoller, weil man dadurch diese Eisen und Gold wirklich sehr viel mehr bekommt als das jetzt. Allerdings kann man dann, wenn man das nur mit Sand macht, nicht an Diamanten und sowas kommen. Ne? Also müsst ihr euch immer bedenken. Entweder mehr Metalle oder halt so hochwertigere Sachen. Aber dafür halt weniger Metalle. Ne? So kommen wir dann auch nochmal an ein paar Sachen aus irgendwelchen anderen Mods. Und auch an solche Ancient Spores. Da zeige ich gleich nochmal, was die können. Die gehören zur Ex Nihilo Mod. Die werden wir gleich nochmal brauchen. Außerdem kommen wir dann auch halt wieder an diese anderen Erze hier. Und außerdem noch ein paar andere Sachen auch aus anderen Mods. Dann können wir das Dust auch noch da durchhauen. Da bekommen wir dann diese ganzen Ores pulverisiert. Und das ist nochmal um einiges sinnvoller, weil man da wieder mehr von bekommt. Außerdem können wir dann noch Bone Meal, Lohnstaub, Redstone, Glowstone und Schwarzpulver bekommen. Außerdem können wir halt noch an so ein paar andere Sachen wieder aus anderen Mods kommen. Was wir auch können, ist ganz normalen Stein dadurch sieben. Allerdings ist das relativ sinnlos, weil da gar nichts rauskommt. Also es hat eigentlich überhaupt keinen Nutzen. Ich weiß nicht, warum das drin ist. Vielleicht ist es nur ein Bug. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt da nichts raus. Ja, ihr werdet eben gesehen haben, dass bei diesen sieben, dass man dafür sehr, sehr, sehr viel Strings benötigt. Und es wäre ja blöd, wenn man die einfach nur noch diese Strings durch Spinnen killen bekommen würde. Also es ist schon relativ früh wichtig, dass man sich diese Siebe macht. Und deshalb wäre es ein bisschen blöd, wenn man dann sau viele Spinnen farmen müsste, um dann diese Fäden endlich mal für einen Sieb zu bekommen. Deshalb gibt es da, ich gehe mal eben wieder in den Game Mode 0, noch die Möglichkeit, sich Krugs herzustellen. Entweder aus Holz oder aus Knochen. Dieser hier hat einfach nur den Vorteil aus Knochen, dass er um einiges haltbarer ist als der aus Holz. Deshalb nehme ich den jetzt auch mal mit. Und dann können wir einfach bei irgendwelchen Bäumen der eigenen Wahl, also es ist egal welcher Baum, die Blätter damit abbauen.
Die Vorteile sind erstens, es geht viel schneller, die Blätter damit abzubauen. Zweitens kommen da viel mehr Saplinge bei raus. Ihr seht das hier, von diesen paar Blättern haben wir jetzt einfach schon 6 Saplinge bekommen, 7 inzwischen. Und außerdem, da hatten wir jetzt Pech mit leider, können da noch... So, sorry, da hatte ich die kurz vergessen. Jetzt sind sie aber wieder in ihren Rahmen. Kann man da Silkworms draus bekommen. Und die kann man dann entweder kochen, so für den kleinen Hunger, so wenn man richtig Essensprobleme hat. Ich weiß nicht, wie viel Hunger es genau wegmacht. Kann ich jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich keinen Hunger habe. Auf jeden Fall halt kann man die kochen und dann essen. Würde ich euch nicht raten, denn es ist nicht wirklich sinnvoll. Allerdings, wenn man wirklich echt Essensprobleme hat, ist das schon wahrscheinlich eine Rettung in der letzten Not. Rettung in letzter Minute. Rettung in der Hilfe in der Not. Ach, vergiss das. oder man kann damit einfach Rechtsklick auf ein Blatt machen. Und dann werden die infiziert und sehen dann irgendwann nach einiger Zeit so aus. Einfach nur weiß. Also die Blätter sind sozusagen weggefressen und es ist nur noch Gewebe übrig. Und wenn wir diese Blätter, diese infizierten Blätter jetzt abbauen, sehen wir schon, wir bekommen wunderbar viele Strings. Also von einem Baum ist es echt sehr viel, was man da rausbekommt. Ich kann das ja mal eben, diesen Baum mal eben vollständig entblättern. So, ich habe diesen Baum erstmal vollständig entblättert und ich habe von diesem einen Baum 23 Strings und 2 Silkworms bekommen. Also eindeutig genug, um so ein Sieb zu machen. Und außerdem diese Silkworms wieder an weiteren Bäumen zu platzieren und noch mehr Strings zu bekommen und dann noch mehr Siebe zu machen und dann noch mehr Zeug da durchjagen und ja, okay, wundervoll. Und wir sehen, dieser Krug ist jetzt nur halb kaputt bei diesem einen Baum. Und der Holz, also der aus Holz, der Holzkrug, der reicht nur gerade so eben mit viel Glück für einen einzigen Baum. Also fast doppelt so gut, dieser aus Knochen. Also es lohnt sich wirklich, den herzustellen. So, ein weiteres sehr wichtiges Tool. Ist das eigentlich wirklich Tool? Ich hoffe mal, ne? Sind die Barrels. Die gibt es auch wieder aus jeder verschiedenen Holzsorte und einen gibt es auch noch aus Stein. Was man damit kann, ist entweder man lässt sie stehen und irgendwo stehen und dann regnet es und dann füllen die sich mit Wasser. Also eine Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Oder man befüllt sie mit irgendwelchem Zeug, was sich kompostieren lässt. Also Setzlinge, Blumen, Essen, Silkworms. Ich glaube, da geht nur die gekochte Version. Ich weiß nicht, ob die andere auch geht. Dann hier Rotten Flesh, sowas halt, ne? Es gehen auch Sachen aus Mods, wie jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Seeds aus Pam's Harvest Craft. Gehen da auch wundervoll. Und da muss man einfach so ein Teil füllen. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Hühner. Und jetzt steht da oben Composting so und so viel Prozent. Also das sieht man oben normalerweise nicht. Aber ich habe jetzt noch den Vailia-Mod drauf. Und da sieht man wunderbar schön, wie lange das noch dauert. Man kann übrigens auch mehrere Sachen mischen. Also könnte ich jetzt noch ein Hühnchen hinzufügen überall. Also man kann diese ganzen Sachen natürlich auch mischen. Man muss nicht nur Blumen oder nur irgendwas anderes machen. So, und wenn man jetzt lange genug gewartet hat, sieht das Ganze irgendwann so aus. Und nach was sieht das denn wohl aus? Das ist doch Erde, oder nicht? Genau, eine Möglichkeit, an Erde zu kommen. Also könnt ihr so eure Insel wieder vergrößern. Also, oder euch irgendwie einen Garten hinten ans Haus setzen. Nicht nur irgendwas Ödes aus Stein. Oder riesige Felder anlegen. Was ihr wollt, ihr habt riesige Möglichkeiten. Jetzt können wir noch hier Wasser reinfüllen mit Eimern oder halt die voll regnen lassen, wie ihr wollt, ne? Und dann kann man entweder den irgendwo hinstellen in einen dunklen Raum. Ganz wichtig, es muss dunkel dafür sein.
Also entweder halt Nacht oder irgendwie ihr baut euch das zu. Und dann setzt ihr da Stein, Ziegel oder Cobblestone daneben. Und nach einer Zeit wird dann aus diesem Cobblestone oder aus den Stone Bricks die Mossy-Variante von den beiden. Also habt ihr jetzt eine Möglichkeit, an die bemoosten Sachen da dran zu kommen. Oder ihr kippt da Milch rein und ihr seht, da verfärbt sich das Wasser gerade so ein bisschen. Und das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, weil das Ganze sonst mir weggehüpft wäre. Und ihr seht jetzt oben schon Making Slime. Also ihr habt eine Möglichkeit, an Slimes dran zu kommen. Ich mache jetzt kurz weiter, gleich gehe ich nochmal hin, wenn das fertig ist. Ihr könnt das da reinkippen, dann könnt ihr so an, wie heißt, Lehm drankommen, genau. Jetzt gibt es auch noch etwas Neues und das nennt sich Witchery Water. Aber Moment, das Witchery Water, das ist eine, wie der Name schon sagt, ein Hexenwasser. Und wie ihr das bekommt, ist, ihr macht ein Feld aus Mycelium und dann stellt ihr da ein Barrel in die Mitte und kippt da Wasser rein und ihr seht schon, es verfärbt sich so ein bisschen und dann fangen hier drumherum an, Pilze zu wachsen und so eine Möglichkeit, an Pilze zu kommen. Und nach einer Zeit, dauert gar nicht mal so lange, wird dieses Wasser zu Witchery Water. Allerdings fragt ihr euch jetzt, Mycelium, super, komme ich doch gar nicht dran. Doch, das kommt ja. Und zwar ganz einfach. Jetzt habe ich da diese hässlichen Samen vergessen. Wäre doch der erste Take-Wat geworden, wa? So, diese Ancient Spores, die wir eben... Ach da, der Slime war fertig. Und entweder ist dann da so ein Slime-Water. Ich kann ja jetzt nochmal das Zeug da reinkippen. Um euch das gleich nochmal zu zeigen. So ein grünes Wasser. Und dann kann man da Rechtsklick machen, da bekommt man Slimeballs raus. Oder man wartet noch eine Zeit und dann hüpft da so ein Slime raus. So, aber jetzt nochmal zum Mycelium. Ihr macht mit diesen Ancient Spores einfach einen Rechtsklick auf ganz normale Erde. Und dann bekommt ihr da Mycelium raus. Oder ihr macht damit Rechtsklick auf eine Kuh und schon, schwuppdiwupp, habt ihr eine Pilzkuh. Also eine Möglichkeit, an Pilzkühe zu kommen. So, wir warten jetzt hier noch kurz, bis das Slime-Water nochmal fertig ist. Und da ist es auch schon fertig. Einfach einmal rechtsklick und wir bekommen einen Slime-Ball raus. So, jetzt dieses Witchery-Water. Das hat folgenden Nutzen. Und zwar, indem wir einmal Sand da reinsetzen. Und schon bekommen wir da Soul Sand. Genau so heißt es. Jo, und jetzt kommen die Stone Barrels zum Einsatz. Und zwar für Lava. Lava werden wir auch brauchen. Allerdings können wir die nicht in diese Holz-Barrels reinsetzen, denn dann würden die verbrennen. Ich kann es ja jetzt einfach einmal kurz machen. Und dann kurz warten. So, das Ganze dauert insgesamt 10 Sekunden und schon ist das Ganze verbrannt. Also deshalb müsst ihr das Ganze in Stone Barrels reinhauen. Ich wusste, dass das 10 Sekunden sind, das ist einfach wegen der Vailia-Mod. Genau. Normalerweise wisst ihr nämlich nicht, wie lange das dauert. So, jetzt Lava einfach in Stone Barrel reinhauen und dann könnt ihr entweder Redstone oder Glowstone reinhämmern. Und dann bekommt ihr da bei Redstone Netherrack raus. Netherrack raus. Voll American Style hier, wa? bei Glowstone bekommt ihr Endstone raus. Und jetzt denkt ihr euch sicher, Lava. Schön und gut. Komme ich aber doch gar nicht dran, oder? Ich habe doch nur einen Lava-Bucket hier bei Dingsbums. Ja, Standard Skyblock. Nein, es gibt auch einen Weg, an Lava zu kommen. Und zwar gibt es hier diese Crucibles. Und da müssen wir dann einfach einen Lava-Spot drunter setzen. Also hier einfach ein Lava in eine Vertiefung rein. Und dann setzen wir da so ein Crucible drüber und der wird dann heiß. Und dann können wir da einfach Steine reinpacken. Und dann dauert das relativ lange.
und nach einer Zeit wird dann da Lava drin sein. Wir kommen einfach gleich nochmal wieder und dann werdet ihr sehen, da wird Lava drin sein. Ja, dann so viel zu den Barrels. Zum Schluss noch etwas relativ Cooles. Und zwar zwei Puppen. Einmal die Angry Doll und einmal die Creepy Doll. Und die Angry Doll, wie man dem vielleicht auch schon ansieht, muss man in einen Barrel mit Lava drin rechtsklick machen. Und die Creepy Doll in einen mit Witchery Water. Das dauert jetzt wieder eine Zeit und dann werdet ihr gleich sehen, was passiert ist. Okay, der Cobblestone ist noch nicht fertig. Dann warten wir jetzt hier einfach eine Zeit. Das hat übrigens coole Partikel, die hier daraus kommen. Und aus dieser Angry Doll ist auch schon eine Lohe rausgekommen. Und aus der Creepy Doll ein Enderman. Und ihr seht schon, die haben extrem viel Leben. Irgendwie, der Enderman hat 40 Leben. Das ist doppelt so viel wie normalerweise. Also das sind dann 20 Herzen. Ich versuche den jetzt einfach mal zu killen. Oh, jetzt hat er sich weggeportet. Naja, ich kill ihn aber. Warum brennt der eigentlich? Wo ist er? Da. Der wird jetzt wahrscheinlich verbrennen. Ja, da ist er verbrannt. Hat aber nichts gedroppt. Naja, so könnt ihr euch auch selber Enderperlen erfarmen. Also ihr müsst nicht warten, bis die irgendwo spawnen, sondern ihr könnt ihr euch ganz einfach selber erstellen. Also was heißt ganz einfach? Es kostet halt einen Diamanten, ne? Aber naja, die Lohe kill ich jetzt auch mal. So, da ist er auch schon tot. Hat auch nichts gedroppt. Warum hat die nichts gedroppt? Kann sein, dass ich das irgendwie ausgestellt habe. Auf jeden Fall hatte ich auch schon mal irgendwie, dass die dann noch irgendwelche Special-Fähigkeiten hatten, diese Monster. Ich weiß nicht genau, ob das random ist. Ist wahrscheinlich so, aber wann genau die was haben. Auf jeden Fall würde ich ja auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Nicht unbedingt in der Nähe eures Hauses diese Teile spawnen. Jetzt gehen wir nochmal hierhin zurück und wir sehen schon, ist da ein bisschen Lava drin. Also jetzt ist es hier relativ voll. Allerdings können wir da jetzt auch nochmal ein bisschen Cobblestone reintun. Dann dauert es wieder ein bisschen, bis das irgendwann voll ist. Und dann könnt ihr einfach mit einem Eimer Rechtsklick da drauf machen und schon habt ihr Lava bekommen. Oder bekommt ihr wieder an Lava. Jo, das war's soweit zur Ex Nihilo Mod. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Auch wenn da ein paar kleine Fails drin waren, dadurch, dass die erste Aufnahme Schrott war und ich dann ein bisschen vergessen habe, ein paar Sachen wieder so herzurichten, wie sie vorher waren. Wenn sie euch gefallen hat, dann zeigt es doch anhand einer positiven Bewertung. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Mod-Vorschläge habt, die ihr gerne vorgestellt haben wollt, schreibt sie doch unten in die Kommentare rein. Und ansonsten war es das jetzt von mir und ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.